Läuft jetzt? Moin Moin. Ich habe gedacht, ich habe mich dieses Jahr noch überhaupt nicht um unseren Balkon gekümmert und er sieht furchtbar aus. Ich zeige euch das gleich mal. Aber ich wollte ihn heute mal auf Vordermann bringen, wirklich schöner machen. Na gut, schöner, aber wenigstens so ein bisschen aufräumen, sauber machen und da nehme ich euch mit. Ich habe leider immer noch kein Stativ für die Kamera. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendeinen Platz finde, vielleicht beim Ginkgo, wo ich euch hinstellen kann. Und dann als Zeitraffer so ein bisschen zeige, wie der Balkon sauber wird. Aber ich zeige euch erstmal, wie es losgeht. Seid nicht zu schockiert. Wir haben, ich weiß nicht was, weil ich umgetopft habe, Erde rumliegen. Ne? Ihr versteht. So, erstmal auf unserem Balkon nach draußen. Hier unser wunderschöner Balkontisch, den ich eigentlich auch mal schön machen will wieder. Das hat das Ding, wenn man den im Winter nicht zusammenklappt, weil man einfach faul ist und da das Wasser sich so ein bisschen drauf sammelt. Hier habe ich schon den Sack mit den Abschnitten von alten Pflanzen nochmal in einen anderen Sack gestopft, weil der so ein bisschen gerissen ist. Hier bin ich sehr stolz drauf, unseren wunderschönen Ginkgo. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, es hier rauswächst, aber top. Der Boden sieht halt überall furchtbar aus. Also das ist halt echt so das Ding. Super viel Erde, super viel Zeug, was abgebrochen ist von Pflanzen, was weg muss. Hier die Einlegegurke, wo wir hoffen, dass es dieses Jahr was wird. Mal sehen. Ja, hier angepflanzt. Wie heißen sie? Unsere Kohlrabi. Können wir mal zeigen. Dieses Jahr das erste Mal versucht, auf dem Balkon Kohlrabi anzupflanzen. Die weißen sehen schon ganz fit aus. Bei den blauen geht es so. Also der hier sieht echt gut aus. Auch der andere, ja, der lässt ein bisschen warten. Aber ich bin mal ganz gespannt. Da werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal mitnehmen, wenn es dran geht zu ernten, wie das alles aussieht. Hier so ein bisschen Lauch, aber der wird frühestens September, August fertig. Ja, der Grill, den wir eigentlich auch abbauen wollten. Müssen wir mal gucken, dass wir den wieder fit machen. Das kann man hier leider auch nicht aufhängen, weil wir so ein blödes Balkongitter haben wie hier, wo einfach ja, der Gegenhalt fehlt. Ist so ein bisschen doof gemacht. Ja, hier unser Kräuterding. Den Rosmarin musste ich dieses Jahr so ein bisschen retten. Der war unglücklich. Ich hoffe, der fängt sich wieder. Hat dieses Jahr auch zum ersten Mal geblüht. Cola-Kraut. Ich weiß nicht, irgendwie ist es bei mir so ein bisschen braun geworden. Ich weiß aber auch nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Hier ist auch der Zettel. Hier auch nochmal zwei Kohlrabi. Ja, und hier unten, damit die Katze nicht rausspringt. Seit Jahren ein alter Bierkasten, der muss auch mal weg. Und hier das muss ich, also das ist die Hauptbaustelle. Hier so das aufräumen, da vielleicht nochmal den Sack reinstellen und generell einfach fegen, wegschmeißen, all sowas. Und ich hoffe, dann sieht es schon schöner aus. Hier auch noch drei Lauch, die keinen Platz hatten. Und hier ist halt natürlich auch einiges umgestoßen, weil wir ab und zu mal Eichhörnchen auf dem Balkon haben und die tatsächlich auch überall in meinen Blumen die Nüsse vergraben. Also mal sehen, ob wir das hier so ein bisschen schöner hinkriegen. Das ist auf jeden Fall das Vorher und ich hoffe, dass nachher sieht ein bisschen weniger drauf. Kurzer Süßlingseinwurf, denn die Speicherkarte war voll und die Sonne kam raus und ich wollte mir kurz eine kürzere Hose anziehen. Guckt euch an, wie süß sie ist. Jetzt geht's weiter. Jo.
passt alles. Oh, voll verschwommen alles im Hintergrund. Ganz fancy, ich bin wieder so rot im Gesicht. Aber, oh, guckt mal. Da sitzt ein kleines Mupsi vom Gitter. Ich habe hier schon Sachen vorbereitet, weil ich habe es jetzt so gut es geht gefegt. Aber es sieht schon deutlich besser aus. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Nasswischen das ein bisschen hübscher hinbekomme. Im Moment steht alles hier so ein bisschen hochgestellt, damit es nicht im Weg ist. Und hier habe ich so ein bisschen ausgemistet. Der Müll ist auch schon runtergebracht. Und dann mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich habe jetzt erstmal den Balkon gewischt. Er ist noch nicht fertig, also da muss noch einiges geschehen. Es sieht schon besser aus. Ich kann es euch auch mal zeigen. Hm. Ja, hier liegt mir noch viel zu viel Zeugs rum. Da muss ich auf jeden Fall, wenn es trocken ist, nochmal fegen. Aber es sieht schon ein bisschen ordentlicher aus. Ich bin deutlich zufriedener, aber eben noch nicht 100%. Und ich mache mir hier gerade neue Fußspuren rein mit meinen Clogs. Wundervoll. Ja, ich wische hier noch einmal, nachdem ich fertig bin, durch, damit meine Fußspuren hier nicht wieder sind. Und wenn es trocken ist, muss ich nochmal fegen und dann auf jeden Fall nochmal wischen. Und ich hoffe, dass es dann so nach und nach besser wird. Ich hätte total gern irgendwie so einen Wischer oder sowas. Ja, oder so einen Schrubber. Oder wie so im Schwimmbad, einfach alles nass machen und dann in die Regenrinne so ein bisschen abschieben. Ich glaube, das wäre deutlich einfacher. So, wir sind jetzt für heute zumindest mit dem Video fertig mit dem Balkon. Ich werde wahrscheinlich noch einen zweiten Part oder so draus machen, weil draußen ist es warm. Also zum Glück nicht so warm, aber das trocknet jetzt erstmal. Dann muss ich nochmal fegen und so ein bisschen alles zurechtrücken. Hinter mir sitzt die kleine Mups, aber ich glaube, die hat gerade eine Taube auf dem Balkon entdeckt, weshalb sie so aktiv ist. Ich dachte, ich nehme sie mal so fancy mit rein. Aber die kleine Mups möchte scheinbar nicht. Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Abo, Like, Kommentar da. Seid nicht gemein in den Kommentaren, wie hässlich der Balkon ist. Ich weiß selber, dass er nicht besonders schön ist. Und dass da auch so ein bisschen was kaputt ist und noch fresh gemacht werden muss. Dass er auch noch deutlich sauberer werden muss. Und dass der Grill so aussieht, wie er aussieht, ist nicht meine Schuld. Das schiebe ich jetzt einfach mal ganz frech auf Bob. Das ist sein Grill. Nein, das ist unser Grill, aber wir haben beide irgendwie verpeilt, den im Winter reinzustellen oder abzudecken. Das ist unser erster Grill, gemeinsame Wohnung mit Balkon. Wir sind das alles nicht gewohnt. Und nicht wundern, ich gucke immer mal wieder hier, ob ich im Bild bin oder ob ich scharf bin. Ich muss mich dran gewöhnen, vorne euch in die Augen zu sehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss.